So Leute, wir sind wieder da in der Epic Time hier mit Assassin's Creed 3. Wir gehen jetzt da vorne mal den komischen Wachmann killen, um an den Schlüssel zu kommen, den wir brauchen. Der kommt da auch nicht mehr. Alter, hat er mich gesehen. Schnell, der darf uns nicht erwischen. Komm schon, mach ihn alle. Bam, bam, bam. Komm, hau ihn über die Brüstung. Also, was ist das denn? Jetzt kann ich den die ganze Zeit da drauf hauen. Okay. Ach, jetzt kommt noch Verstärkung hier am Arsch. So. Schießt denn jetzt hier wieder mit dem Den ist das durchsucht. Nicht vom Dach hauen, Junge. Ich schmeiß dich jetzt runter. Das hat natürlich da unten einer gesehen. Nein, ich will nicht hängen. Ich will den Ficker durchsuchen hier. Ah. Das scheint wohl der Schlüssel gewesen zu sein. Oh oh. Oh oh, hinten ist einige, die mein Leder wollen. Ja, spring auf mich drauf. Alter, jetzt knallen mich alle ab. Die Leute hier, was ist denn hier, WTF, der kontert die Sau. Dafür gibt's Gemetzel. Eine Wolke heute. Ja, wenn man gesichtet wird, scheinen wohl die ein oder anderen Wachen noch dazu zu kommen. Das war im letzten Teil nicht so, da waren nur die Wachen da, die nicht da waren. Ist dadurch ein bisschen schwerer wohl geworden. Und dann später ja auch die Stärke Leute spielen. Zup, 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 zup. Vor allem, Alter, wie viel die aushalten? Wieso sterben die denn nicht? Weil sie einfach Monster -Fieber. Alter, der wird aber ganz schön ab. So, gegen die Wand. Bam! Da hast du gekriegt. Hier, lass meinen Kollegen in Ruhe. Ach, wir können einfach da rein und dann ist egal, ob wir verfolgt werden oder nicht. Was hätten wir dann? Überall liegt Blut. Nice. Warum musst du denn immer alles so schwer machen, Benjamin? Gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen. Ich zahle nicht für Schutz, den ich nicht brauche. Aber du brauchst eindeutig unseren Schutz. Sonst wären wir nicht hier. Das ist ekelhaft. Also, was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht... die Hände ab. Dann wär's Essig mit der Chirurgie. Oder seine Zunge. Dann ist Schluss mit dem Gebrabbel. Oder ich schneid ihm den Schwanz ab. Pisst er uns nicht mehr ans Bein. Drei Möglichkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden. Mach halt alles. Einen Moment, Silas. Vielleicht habe ich eben etwas hastig abgelehnt. Es tut mir so leid, Benjamin. Aber diese Tür ist jetzt zu. Sei vernünftig, Silas! Oh, ich glaube, das war ich. Aber du hast meine Großzügigkeit ausgenutzt. Ich lass mich nicht nochmal zum Narren halten. Ich fürchte, mein Magen verkraftet es nicht, so eine Barbarei zu sehen. Gib Bescheid, wenn es vorbei ist, Cutter. Das bereust du, Silas, hörst du? Das kostet deinen Kopf! Nein. Das glaube ich wirklich nicht. Der heißt auch noch Cutter. Sag mal still. Der fiese Mensch, der mich... Vielleicht hast du Glück und wirst ohnmächtig. Ich werde aber mein Bestes tun, damit das nicht passiert. Ein bisschen von hier, ein bisschen was davon... Ich werde dir ein paar Trophäen nehmen. Du bist völlig wahnsinnig. Schön, haben wir sie. Wie alle richtigen Künstler. Nur ein Kl... BAM! Cutter, ey. Miese Wurst. Wollen die meinen Benjamin aufschlitzen hier? Gib es nicht.
Wer seid ihr? Evan Kenway, zu euren Diensten. Aber ich verstehe nicht. Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church. Ich werde alles erklären. Wieso helft ihr mir? Wieso rettet ihr mich? Lasst mich sterben. Der Chirurg. Damn, Mann, ey. Keine Synchronität. Schade, schade, Schokolade. Da, schon wieder ein Blatt. Bleib hier. Nice, jetzt haben wir endlich eins. Mann, ey. Mann, 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 ey. Das hat ja auch gedauert hier mit dem Scheiß. Weiter mit der Mission. Freunde finden ist leicht. Mal schauen. Anscheinend heuern wir wieder einen an. Aber unsere Truppe ist ja noch nicht so groß. Johnson erzählte von eurem Plan. Wie es scheint, ist der Mann, der mich entführt hat, derselbe, den ihr sucht. Sein Name ist Cyril Thatcher. Das ist unser Sklavenhändler? Vertraut nicht seiner Silberzunge. Eine teuflischere Kreatur habe ich nie gesehen. Könnt ihr mir von seinem Treiben erzählen? Er hat mindestens 100 Männer. Über die Hälfte sind Rotröcke. Nur für ein paar Sklaven? Kaum. Der Mann ist Kommandant der königlichen Truppen. Und er leitet das Southgate fort. Dann müssen wir dort hinein. Lass mich nachdenken. Inzwischen kümmere ich mich um unseren letzten Rekruten. John Pitcairn ist unser Mann. Ich bringe euch zu ihm. Schön, dann gehen wir erstmal den letzten wohl suchen, bevor wir die große Schlacht eröffnen hier. Gegen 100 Mann kämpfen ist, glaube ich, selbst für meinen Typi hier gar nicht so easy. Und dann noch Indianer? Sehr komisch alles hier. Was ruckelt denn hier mein Controller so? Wie bekloppt, ey. Was ist hier denn los? Jetzt wurde ich hingeportet und muss jetzt direkt hier Mission starten drücken. Oh, hier ist aber ganz schön was los. Fangen wir direkt an. Was ist euer Begehr? Neuer Rekrut. Frisches Kanonenfutter, hm? Dann rein da. Aha. Verbinden wir uns das hier mit dem Feind? Vergessen, Sir. Ich stehe unter Befehl von General Braddock. Wenn ich nicht für euch arbeite, natürlich. Ha. Ist ja geil. Spion in den feindlichen Reihen. Oh, hier sind nicht wenig fiese Gegner. Sind verräterisch. Die alle so einen komischen Schal vom Mund haben. Wolltet ihr euch denn ankündigen? Oder dachtet ihr, eure Ankunft bliebe unbemerkt? Erlaubt mir bitte eine Erklärung. Aber natürlich. Ich würde zu gerne eine hören. Ich bin nicht desertiert, Sir. Ich bin hier auf Commander Amhersts Befehl. Zeigt mir einen Brief mit seinem Siegel. Und euch bleibt der Galgen erspart. So etwas habe ich nicht. Die Natur meiner Arbeit, Sir, sie... Sie wird besser nicht zu Papier gebracht. Haytham. General Braddock. Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wölfe wandern oft im Rudel. Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen weg sein. Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn unser Werk vollbracht ist. Zweifellos das Werk des Teufels. Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles für euch abstellen ließen. Von diesem Verräter war nie die Rede. Den bekommt ihr nicht. Edward, seid doch vernünftig. Wir sind hier fertig. Geleitet die Herren hinaus. Uiuiui.
Das stinkt ja schon ab Beef. Der will unseren letzten Typen umbringen, oder was? Dann werden wir wie ihm wohl da raushelfen müssen. Gegen die ganzen Meuterei da, ja. Tja, das lief nicht ganz wie erwartet. Kaum zu glauben, dass ich ihn einst Bruder nannte. Was nun? Sie werden uns verjagen, wenn wir umkehren. Das war's hier für uns. Und wie es das Glück will, für Sie auch. Kommt mit. Na, jetzt machen wir die Altblatt. Master Pitcairn zu entführen. Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Ach, die eskortieren den jetzt woanders hin und wir müssen den befreien, oder was? Alter, der hat mich erkannt. Ja klar, und mein Typi da vorne, der darf da vorne stehen, direkt daneben, aber die erkennen mich hier auf 100 Meter. Auf jeden Fall. Aber finde ich cool, dass man sich jetzt auch so ein bisschen verstecken kann an Wänden auch. Finde ich cool. Die Bewohner sind zuzufrieden. Was ist mit Lynn oder Ship Street? Ja, den Neuankömmlingen steht das Wasser oft bis zum Hals. Die werden viel eher jede Gelegenheit ergreifen, um ihre Familien zu ernähren. Mr. Roberts spricht der Familie Brown sein tief. Da oben wieder ein Ausguck, aber den können wir leider jetzt nicht holen. Ja, er kennt keiner, der hinterher rannt wie so ein Bekloppter. Aber wir sneaken uns auch hier mal zwischen die Leute, das klappt ja ganz gut. Kennt uns sowieso keine Sau. Hm, yam yam, eine Zwiebel. Oh, Porree, lecker. Ja, hier kommen da direkt dahinter. Gibt es hier lecker zu essen. Auch wieder Zwiebeln und Porree. Schön, unser Typ macht uns quasi vor, wie wir uns zu verstecken haben. Das finde ich sehr schön. Jetzt! Also wieder so eine kleine Art Tutorial. So, jetzt geht die Action hier los. Leiten wir die in eine Falle. Oi! Diebe und Halunken seid ihr allesamt! Ich spucke auf euch und euren Krieg! Oh oh. Ihm nach! Haha. Geil. Wir haben mit Dreck beworfen. So, danach die Patrouille überfallen. Lockt er die denn jetzt bitte hin? Wow, das war die Mega-Verfolgung. Hat sich ja voll gelohnt. Lass den gehen, Edward. Ihr wieder. Lasst uns gehen. Und John Pitcairn mit uns. Meine Autorität lasse ich nicht untergraben. Ich auch nicht. Legt sie alle in Ketten. Das gibt auf die Mütze, Arschloch. Au, au, au. Zap, zap. Wo haben wir denn... Nein, ich will nicht hier meinen Klingen spielen. Ich will hier mit meinem geilen Schwert spielen. Pam, pam, in your face. Zup, zup. Nice. Shazam, shazam. Keine Schnitte, Leute. Oh, da ist einer mit Helm. Was kann der denn? Ist das nicht irgendwie so ein Admiral? Seht ihr, der kann da nämlich... Noch abwehren, den kann man quasi nur erledigen, indem man seine Angriffe kontert oder seine Verteidigung durchbricht. Den haben wir jetzt weggeschubst und einfach abgemurkst. Hat er vielleicht auch was Cooles für uns? Schade, volle Synchro haben wir leider nicht. So. Jetzt machen wir mal kurz einen Prozess hier mit dem Admiral oder was? Commander. Ich zügle meine Hand, weil ihr einst mein Bruder wart. Und ein besserer Mann dazu.
Doch kreuzen sich unsere Wege wieder. Ist alle Gnade vergessen. Ihr seid frei, John. Verräter! Geht ruhig! Schließt euch diesem Narrenplan an! Und liegt ihr irgendwann gebraucht. Ich vermute, ihr habt gute Gründe für diesen ganzen Wahnsinn. Was versprecht ihr euch von mir? Ich erkläre alles auf dem Weg. Haben wir nochmal Gnade vor Recht walten lassen. Unserem alten Kollegen aus Freundschaft das Leben geschenkt. Das ist aber sehr großzügig. Wir haben einen sehr großzügigen Charakter. Mann, schade, haben wir leider nicht die volle Synchro gekriegt. Ich habe es leider auch nicht gesehen, warum nicht. Finde ich ein bisschen mies. Aber für heute ein schöner Schnitt hier. Handlungstechnisch geht es ja dick voran hier. Wir haben unseren letzten Typen eingesammelt und werden wahrscheinlich dann in der nächsten Folge losziehen, um mit unserer Truppe das Versteck zu finden, wo wir dann die geheimen Schätze der Vorfahren erkunden werden. Soweit, so gut für heute. Morgen ist wieder Sepik Time. Dann wird wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr gemetzelt und ein bisschen mehr die Handlung vorangetrieben. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Guckt nachher die anderen Let's Plays noch, die alle noch ankommen. Bis dahin. Tschüss.